Herzlich willkommen zum ungarischen Audi-Standort zu Audi Hungaria. Ich heiße Peter Eliasch und bin als Leiter der Abteilung Umweltmanagement der Umweltbeauftragte an unserem Standort. Ich möchte Ihnen zeigen, wie das größte Motorenwerk der Welt mit einer jährlichen Produktion von nahezu 2 Millionen Motoren und 160.000 Autos CO2-neutral funktionieren kann. Seit diesem Jahr ist Audi Hungaria der zweite CO2-neutrale Werk der Audi AG nach dem Werk Brüssel. Wie haben wir das erreicht? Wir setzen für die Dekarbonisierung an vier Stellhebeln an. Der erste besteht darin, unsere Treibhausgasemissionen durch technische Maßnahmen systematisch zu senken. Beispielsweise haben wir allein im letzten Jahr 89 effizienzsteigernde Maßnahmen umgesetzt und dadurch mehr als 18 Gigawattstunden Energie eingespart. Das entspricht etwa 3% unseres Jahresverbrauchs. Der zweite Stellhebel ist die Umstellung auf Grünstrom. Dazu haben wir vor wenigen Wochen die größte Photovoltaik-Dachanlage Europas in Betrieb genommen. Diese Anlage ist auf den Dächern unserer beiden Logistikzentren auf einer Fläche von rund 160.000 Quadratmetern installiert. Das entspricht einer Fläche von etwa 22 Fußballfeldern. Die Sonnenenergiepark umfasst 36.400 Solarzellen, liefert eine Spitzenleistung von 12 Megawatt und spart pro Jahr 4.900 Tonnen CO2. Als dritten Stellhebel, um CO2-neutral zu werden, beziehen wir Erdwärme. Die Wärmeversorgung von Audi Hungaria erfolgt größtenteils durch Geothermie. Bereits seit 2012 nutzen wir eine Geothermieanlage, die mehr als 70% des Wärmebedarfs des Standorts abdeckt. Damit ist Audi Hungaria der größte Nutzer industrieller Geothermie in Ungarn. Das System liefert Audi Hungaria jährlich mindestens 82.000 Megawattstunden Wärmeenergie. Der Rest unseres Wärmebedarfs wird mit Biogaszertifikaten kompensiert. Der vierte Stellhebel kommt für die letzten 5% CO2-Emissionen zum Einsatz, die derzeit technisch nicht vermieden werden können. Diese kompensiert Audi Hungaria durch international anerkannte und zertifizierte Carbon Credits. In der gesamten Produktion setzen wir auf nachhaltige, umweltschonende Lösungen. Zum Beispiel kommt in der Lackiererei die Trockenabscheidung der Lackpartikel, Umluftbetrieb und Abluftreinigung zum Einsatz. Das reduziert den Verbrauch von Heizenergie und Wasser und verringert die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Technologien. Und wir setzen auf möglichst geschlossene Materialkreisläufe. Ab 2021 startet der Aluminium-Closed-Loop auch in Jör. Aktuell verwerten wir mehr als 99% der gesamten entstehenden Abfallmenge. Außerdem optimieren wir kontinuierlich die Art der Verwertung, prüfen die Gründe der Entstehung von Abfall und ergreifen direkt dort ansetzende Maßnahmen, um die anfallende Menge stetig zu senken. Wir sind stolz, dass Audi Hungaria mit all diesen Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zum Umweltprogramm Mission Zero leistet und in diesem Jahr als zweiter Standort den Meilenstein der bilanziellen CO2-Neutralität erreicht hat.